Willkommen zurück zu einem neuen Tales of Wind Video. Und was wir heute machen, ist mal eine ganz andere Sache. Und zwar, wir öffnen ein paar Goldtruhen. Ich habe die in letzter Zeit ein bisschen angesammelt. Jetzt passt auf, wir haben hier die normalen Goldtruhen. Wir haben die aus die königlichen Goldtruhen. Und wir können uns, wo haben wir es? Hier nochmal 14 herstellen. Und dann, was wir noch machen werden, Karten. Seht ihr, habt eine Einsterne, eine goldene, eine Zweisterne, Dreisterne und eine rote Karte. Ich brauche echt dringend Karten. Hab das jetzt mal ein bisschen so angesammelt, weil ich gedacht habe, komm, in meinem anderen Spiel, was ich ja auch noch spiele, in Summoners Wars, dann schaue ich mir gerne an, immer so Summoning Sessions. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kommt dem hier ganz nahe, was wir da machen können und ein bisschen den RNG heraufbeschwören. Mal schauen, was wir so rausbekommen können. So, jetzt lasst mal schauen. Wir haben die können wir eigentlich gleich mal alle einschmelzen. Jawohl. So, jetzt haben wir noch Platz 2, 4, 5. Irgendwo vermisst. Oh ja, genau. Lasst mal schauen, in der Mail müsste noch was sein. Stimmt, hier haben wir noch was aus dem himmlischen Turm. Die können wir gleich abrufen. Aha, aus Schatzjäger haben wir auch noch was übrig. Hier haben wir noch was. So, und für dich haben wir jetzt keinen Platz mehr. Den holen wir uns gleich. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den ganzen goldenen Truhen an. Schauen, ob wir vielleicht hier irgendwas Tolles rausbekommen können. Ein Reittier wäre natürlich nice. Ich habe die Woche leider am Donnerstag das Finale für den GW, also für den Guild War, verpasst. Deswegen gab es für mich diesmal kein Mount. Ich war Spider-Man anschauen. Naja, man muss Prioritäten setzen. So, benutzen wir die mal. Okay. Sowas wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich keine lilanen Einsterner. Über dem Level sind wir schon lang hinaus. Bronzering brauchen wir auch nicht, heiraten tun wir hier auch nicht. Gut, so ein Sterndiamant nehmen wir natürlich immer gern, alles was mit Upgrading zu tun hat. Werwolfkrieger, eine unidentifizierte Karte. Oh, Netz nehmen wir auch mal gern. Die unidentifizierten. Ich zeige euch mal was kurz. Wenn er die zerlegt, bekommt er 500 Mana. So, geht auf Rückkauf, bekommt er 100 Münzen. Ich empfehle euch bei denen, nehmt die Münzen. Bei den Münzen, wenn wir mal auf den Shop gleich gehen, oder ich zeige es mal ganz kurz, kann ich euch so viel sagen, hier wird in Zukunft noch das ein oder andere hinzugefügt. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, was es genau sein wird. Aber ihr werdet diese Materialien brauchen, deswegen spart euch die Münzen, und genauso bei so Einsternenkarten haut die in den Rückkauf rein, wenn die unidentifiziert sind, und spart euch die Münzen ein bisschen, damit ihr da mal ein bisschen einen kleinen Vorrat habt. So, sagen wir, machen weiter mit den Goldtruhen. Oh, eine Margarete. Brauche ich aber, glaube ich, halt, ups, auch nicht. Also Netz nehme ich ja auch immer gern, auch wenn es da mit dem Fangen etwas mau immer aussieht. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich voll. Ja, jetzt ist das andere gerade in der Post gelandet. Alle zerlegen. Was war der hier für einer? Gut, braucht man auch nicht. Zerlegen. Ja. Bestätigen. So, über ein bisschen Mana freuen wir uns natürlich immer. Muss ich nur mal schnell schauen, eine Margarete, das war die mit der Crit Rate, habe ich da noch eine
Ich die Nymphe. Die hier. Ich lasse die mal jetzt hier oben rumliegen. Schauen, was in der Post gelandet ist, was für ein Zeug. Okay, das war der Keiler und zack, brauchen wir auch nicht. Der kommt dann auch gleich weg. Also bisher ist die Ausbeute mau. So ein Reittier hätte ich auch gern. Boah, ich habe heute einen gesehen, der wurde von so einem riesen Schneemann getragen. Also den hätte ich ja auch gern. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht mal, wo es den gibt. Den sah ich zum ersten Mal jetzt hier bei uns auf dem Server. Oh, 20 Standdiamanten ist immer gut. Oh, jo. Nice, gibt wieder Spiralen. Finstere Kristall. Der Goblin-Schamane. Nein. Nicht mit diesen Werten. Was macht sie? Sie kommt auch weg. Oh, noch eine große Goldbohne. So. Machen wir mal wieder kurz Platz bei den Karten. Alles zerlegen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Ihr kommt alle weg. So. Ich weiß, das weg, das Löschen, das ist jetzt der etwas langweiligere Part. Zerlegen. Du. Du. Was er hier? Nein. Gut, den braucht den besser. Der hier noch. Ich hau mal weg. So. Und weiter geht's. Was haben wir jetzt noch? Oh, eine silberne. Ich glaube, da haben wir verloren den GB. Gut, zwei Schatzkarten. So, schauen wir, was wir hier rausbekommen. Bisher hatte ich da auch immer noch Pech. Okay, Netz und 500. Wieder ein Netz und 500 Mana. Eine Lotusfrucht. Eine Lotusfrucht. Ich weiß nicht, also das ist ja auch so ein, sage ich dazu. So, die Karten aber durch, die Goldruhen. Schauen, was wir hier noch bekommen. Schön aus dem Schatzjäger. Feuerkeiler, Feuerkeiler interessiert uns nicht. Der ist auch. So, wie ihr seht, haben wir da auch nichts wirklich Gutes rausgezogen. All meine Hoffnung liegt natürlich jetzt in den Karten hier. Wir können hier, können wir viermal aufmachen, die goldene. Yep. Oh. Was war sie, Ray? Ja, da haben wir schon die bessere Version. Okay. Den müssen etwas Platz. So, verkaufen wir auch. Was ist sie für eine? Bestätigen. Was haben wir hier? Zerlegen. Sorry, dass ihr jetzt euch den Partner reinziehen müsst, kurz. Aber was soll man machen? Den haben wir auch weg. Also ich muss sagen, so kartentechnisch habe ich ja echt Pech, was das angeht. Also auch bei den Runs in Rotblatt, also da ist... Sie können wir eigentlich auch weghauen, oder?
Yep. Was das angeht, die Ausbeute ist bei mir da echt mager. Hauptsächlich immer blaue Karten, die eigentlich nur gut fürs Mana sind. Sowas bekommt man zwei Sterne mäßig raus. Ohne Trumpfziege. Der kommt weg. Und ich hätte gern die mit Schaden und noch mehr Schaden und noch mehr Schaden. Tja, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat an Karten. So, jetzt halt das Interessantere. Mal schauen, was wir an drei Sterne rausbekommen. Und dann wollen wir natürlich wissen, was unsere rote Karte hergibt. Ah, okay, den hat man noch nicht, den Skelettmagier. Und den habe ich bis heute noch nicht bekommen beim Farmen. Das war, glaube ich, schon der, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Wo ist er denn? Naja. Also ihr seht, die Rose, die sind echt, kann man es direkt sagen, scheiße. Was man machen könnten, eventuell. Was kostet denn 9? Ich habe nur 19. Ich lasse es jetzt mal lieber. Was haben wir hier bekommen? Verteidigung, Verteidigung, Vitality, Schaden, Crit-Widerstand. Okay. Also ein Rating von 4,1. Das wäre ein 1800er Boost. Okay, was hat die Karte drauf? Okay, die gefällt mir etwas besser. Die hat nämlich ein bisschen Schaden, aber das Rating ein bisschen schlechter. Die lasse ich jetzt mal so stehen. Ich schaue, wie ich die irgendwie unterbringe. Okay, und jetzt ist der interessante Teil. Wir wollen natürlich eine rote Karte. Ist zwar nur eine Einsteiner, bis ich die drei Steiner und zwei Steiner noch die restlichen Stücke gesammelt habe. Dauert sicherlich noch ein Stück. So, und was wird es? Amaterasu. Okay, und lass die Rolls bitte nice sein. Und bitte nicht keine Scheiß-Rolls. Okay, wir haben Schaden, genau, Angriff, Angriff, LP und Genauigkeit. Okay, es gibt bessere Rolls, aber damit kann ich leben, weil das ist für mich natürlich, ist das jetzt ein Boost. Ja, das heißt, die Karte dann noch leveln und schauen, wo wir sie austauschen. Ich habe ja noch eine Amaterasu, das sind die Rolls. So, die hatte ich sogar einmal rerollt, wie ihr seht. Aber, naja, den roten hier, den roten Sternenstaub, den gibt es halt auch nicht geschenkt. Deswegen sollte man den auch mit Vorsicht verwenden, noch am Anfang. Aber egal, ich denke, so ein Amaterasu, okay, der gibt mir jetzt einen kleinen Boost, die andere Karte auch. Ich hoffe, das Video war jetzt ein bisschen interessant für euch. So kleine Opening-Sachen. Wenn ihr vielleicht sowas öfters mal sehen wollt, dann keine Ahnung, kann ich wieder ein bisschen was ansparen. Ich habe es ja nicht eilig, mit den Kisten aufzumachen oder Karten. Und dann können wir sowas gern mal wieder machen. Lasst mich einfach wissen. Wenn es eher uninteressant ist, dann mache ich es trotzdem irgendwann wieder. ansonsten sage ich wieder mal danke fürs Einschalten und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.